Hallo und herzlich willkommen bei Schwitzen beim im Sitzen beim Zocken. Simon, ich hab's Wir verkackt. sitzen, wir schwitzen, noch nicht, es ist arschkalt. Doch, trotzdem Weil, schwitzig. echt? Ja. Wo? Und den Axel natürlich. Ach so, okay. Da habe ich gedacht, gerade dachte ich, habe dich jetzt in eine rhetorische Ecke manövriert. Nein, ich Wo es jetzt einfach schwitze geht. wirklich. Ja, also genau. Willkommen bei Schwitzen im Sitzen, in dem Fall Schwitzen beim Zocken. Dieses Mal mit GTA Online. Wir haben aber nichts Großartiges vor. Wir werden einfach nur ein bisschen zocken, während wir reden. Das soll die Weihnachtsfolge werden. Also, Richtig. ich hoffe einfach, dass ich das jetzt noch bis Mitte, Ende der Woche bearbeitet habe. Dann lade ich das Ganze rechtzeitig hoch und dann ist ja erstmal ein bisschen Ferien auf dem Kanal. Ja, man muss ja auch mal hin und wieder den Leuten die Möglichkeit geben, so auch abzuschalten, mal wegzukommen von ihrem YouTube-Business, von ihrer Showlist, To-Do-List, was sie regelmäßig da haben. Ja, wobei, wenn ich's gut anstelle, kann ich zumindest ein paar Folgen von meinem anderen Let's Play noch in die Pipeline reinhämmern. Das Dann, ist für diejenigen, die alle in Weihnachten nichts zu tun haben, dass sie nur wenigstens ein bisschen suchten können. ja. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, nee, also, Simon, ich würde sagen, wir machen das jetzt wie folgt. Wie immer, die Leute sehen hier ein bisschen Gameplay-Aufnahmen von unserem GTA-Spiel. Wir sind allein in der Sitzung und rennen halt einfach nur Ach, darum machst du. dumpfsinnig rum, machen irgendwelche langweiligen Supply-Missionen und währenddessen kann man uns zuhören, während wir Ja, über das ist sonst doch nicht so. irgendwas sprechen. Ja, ich glaube, das ist auch eine richtige Bereicherung und Erweiterung für jedes Leben. Ja, absolut. Du, ganz ehrlich, hier Two Board Guys, also die Jungs hinter Simplicissimus, dem Erfolgskanal auf YouTube. Ah, cool. Ach, so heißen die. Ja, so, die haben mit ihrem Zweitkanal Two Board Guys, wo sie im Endeffekt auch ja, teils humoristische Sachen machen, teils Einblicke aus ihrem Leben, teils. Fun Fact, bei uns ist das Gleiche. Humoristische Sachen und Einblick in unser Leben. Ja, plus teilweise auch War schlecht. journalistisch eher abstrunkende Sachen. Oh nein, das gibt's hier nicht. Richtig. Und wenn die irgendwas zu unterlegen haben, wofür sie gerade kein Bildmaterial haben, dann sieht man immer nur. Ah, ey, so, der Typ hat mich umgefahren. Sieht man Das sieht einfach man. nur den Wow. einen, wie das Moped quasi die ganze Zeit hier durch Los Santos durchfährt oder so ein Bs. Einfach damit weiteres Bildmaterial da ist. Sieht man einfach halt durch Los Santos und GTA. Oh, das ist natürlich auch cool. Ja, ich meine, es ist auch eine schöne Stadt. Ne? Das kann man doch machen. Ja, eben. Man bewegt Bild, man hat nichts, was einen irgendwie stören müsste. Und ja, doch, das ist ganz angenehm. Kann ich jedem empfehlen. Two Board Guys. Also Two mit zwei. Mit 2 O? Two Board Guys? Warum das denn? Ich höre gerade Ron zu, der mich anruft. Das habe ich, ich glaube, weil du das vorhin gemeint hast mit, jetzt kommt noch die Agenturkonferenz, Truck Ja, Leute Wars. rufen gerade an. Ja, furchtbar nervig. Ja, fangen wir mal erstmal damit an. Simon, ich habe hier, du hast ihn ja vorhin schon gesehen, einen wunderbaren Rotwein mir geöffnet. Damit ich irgendwas habe, weil du hast dich besser vorbereitet als wie ich. Natürlich, ich war heute extra einkaufen und habe mir einen Grevensteiner besorgt. Das ist ein echt solides Bier. Ich hätte schon auch arg Bock, da jetzt Solide. mitzumachen beim Bierchen trinken. Hoppala. Aber ja, Nein, ich war aber zu faul. Rotwein ballert auch. Ja, dabei hoffen wir, also ich mal gucken, wie sehr. Ich fand es ja witzig, dass wir angefangen haben, unseren Kanal mit. Wer ist denn da jetzt schon wieder da? OLED. Kann der mal wieder gehen? Jetzt wird es schon wieder anstrengend. Ich fand es ja witzig, dass unser Kanal damit angefangen haben, dass wir Videos gemacht haben, indem man uns beide trinken sieht. Und Ja. dass es auch damit weitergegangen ist, dass wir irgendwann mal etwas lallend weitergesprochen haben. Chin Wow. Chin. Volumen-Alkoholprozent. Ja, sollte man vielleicht. Also, möchte ich in Zukunft ein bisschen davon abkommen. Ein bisschen. Ja, man, so viel trinken wir ja auch nicht mehr. So, warte Ja, mal wir sind kurz. einfach alt. Vernünftiger geworden. Ach halt, ich muss das hier drücken. So. Kann der bitte Olex ist gehen? gestorben. Ich mag den nicht. Nee. Ich mag den jetzt schon nicht. Ja, wie gesagt, ich trinke auf jeden Fall gerade einen netten Rotwein, Ich bin Feinherb. unsympath. Das ist nicht so Und viel. wir können jetzt auf jeden Fall noch was machen. Ich wollte dir irgendwas sagen. Ach so, ich habe mir jetzt übrigens jüngst
Assassin's Creed Valhalla geholt. Ah, habe ich in der Werbung gesehen. Ja, gibt es gerade irgendwie Ist nicht. bis 5. Januar noch sehr reduziert. Deswegen habe ich auch gleich die Deluxe-Edition gegönnt. Und ich muss sagen, geiles Spiel tatsächlich. Also Ja, bis, ich habe es noch nicht lang gespielt, ne? Es ist erst so ein, zwei Stündchen versenkt. Es sieht auch enorm schön aus. Auch wenn ich das natürlich jetzt noch glaube ich nicht auch. keinen High-End-PC habe. Also ich glaube tatsächlich, es könnte noch sehr, sehr viel mehr rausholen. Und ich habe da jetzt quasi schon eher so ein bisschen die Light-Variante. Allerdings ist es trotzdem noch überragend schön. Das Die, war gut. diese nordische, norwegische Landschaft. Gameplay-mäßig bis jetzt ganz cool. Ich weiß natürlich nicht, wie es irgendwie auf Dauer aussehen wird. Ganz einfach, weil bei Black Flag, das mochte ich auch sehr. Aber es ist halt, das war zum Beispiel unfassbar repetitiv. Also da passiert quasi gameplay-technisch gar nichts. Ich finde einfach nur das Setting richtig toll. Deswegen bin ich das so gerne, aber war jetzt grundsätzlich kein richtig gutes Spiel. Aber jetzt mal gucken, wie das mit Valhalla Das habe ich aussieht. irgendwie. Also, ich muss ehrlich zugeben, ich habe schon lange kein Assassin's Creed mehr gespielt. Ich war einfach viel zu stark raus nach der. Gut, nach 1. Also, 1, was ja der Auftakt war. Mit Altair damals. Nach der ganzen Ezio-Trilogie, die fantastisch inszeniert waren. Und am Ende immer weiter aufgebaut hatten, dass dieser Plot in der nahen Zukunft, also mit dem Desmond Miles, mit dem Typen, in der Erinnerung man quasi da drin sitzt, dass das jetzt aufgebaut wird und dass der jetzt quasi flieht von der Templeranlage und sonstiges. Und dann kam, wie hieß denn das? Hieß es einfach nur Assassin's Creed 3? Dann kam es Dreier und dann kam, glaube ich, sogar auch schon Black Black Flag. Flag. Genau. Und beim Dreier, was hier diesen zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges spielen sollte, da wird irgendwie, also Spoilerwarnung für alle, die das jetzt noch nachholen wollen, das Spiel. Ich weiß, es ist ein älterer Titel, deswegen im Notfall einfach zur eingeblendeten Zeit mal gespringt. Da wird Desmond Miles Ich werde nichts kurzerhand einblenden. einfach so plopp tot. Also der stirbt einfach mal so kurzerhand weg. Mitten im, also nicht mitten im Game, am Anfang vom Game. Und ab dann ist dieser Plot weg. Der komplette Plot, also der Hintergrundplot, der sich da mühsam aufgebaut hatte, wird einfach gestrichen. Ersatzlos. Und man spielt eine Zeit lang Templer, man spielt eine Zeit lang irgendwie einen Assassinen und bla. Mit einer wahnsinnig verzwickten Story. Du hast keine Ahnung, wer jetzt gut, wer jetzt böse und bla 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 sein soll. Ich find's. Ja, die haben halt Ist ja diesen irgendwie. Kampf Templer gegen Assassinen, glaube ich, ein bisschen aufgeweicht. Haben es dann aber wieder später wieder aufgenommen in anderen Spielen, aber da habe ich jetzt keinen Einblick mehr. Aber tatsächlich, ja, das stimmt. Ich fand das Ezio-Trilogie war ja unglaublich gut inszeniert. Und wie gesagt, bei Black Flag, das mag ich an sich schon auch sehr. Allerdings ist es halt wirklich echt langweilig konzipiert als Spiel. Jetzt bei Valhalla und ich glaube halt auch bei Odyssey und Origin, zumindest Odyssey habe ich auch noch irgendwo in der Bibliothek rumliegen und nicht gespielt. Da weiß ich, dass das Spiel ein bisschen, dass die wieder ein bisschen mehr zu bieten haben. Ja. Aber auch zu viel ist tatsächlich. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich das irgendwie so einigermaßen durchziehen kann. Ja, ich möchte tatsächlich jetzt bei, also, weil das so eine offene Welt ist, ne, mit einem Haufen Nebenmissionen und Sammelsachen und das haben die da ziemlich auf die Spitze getrieben anscheinend und Rollenspiel auch dabei Oh, mit Fähigkeiten und hast nicht gesehen. ja, die machen dann die Open World, damit sie nicht leer ist. Das ist ja ein berechtigter Kritikpunkt. Ja. Machten sie die Dinge aber dann voll mit halt irgendwelchen Sammelquests. Das ist eine. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich da auch nicht ganz perfekt, aber zumindest gerade die Inszenierung der Story jetzt am Anfang, die schon richtig gut. Also es macht schon Spaß, sich in dieser Welt zu bewegen. Und ich habe jetzt also auch so ein paar Interface-HUD-Elemente ausgestellt. Das heißt, mir werden, glaube ich, jetzt nicht auch immer alle Sachen angezeigt, sondern nur, wenn ich gerade direkt vorbeilaufe oder ich musste auch direkt danach suchen. Und das heißt, Okay, ich sehr gut. hoffe dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen weniger abgelenkt werde und dann immer wirklich noch nur dahin gehe, wo die halt sagen, geh jetzt dahin. Dann erlebe ich Okay. vielleicht nicht alles vom Spiel, aber zumindest mal alles von der Story in einer ziemlich dichten Atmosphäre. Das wäre zumindest das, was ich mir wünsche. Es ist mega schön, ja. Weil, also,
das ist ja, zumindest was ich jetzt von der Berichterstattung kriege, immer so ein riesen Kritikpunkt an den ganzen GTA, sag ich schon. Hört auch. Assassin's Creed. Dass halt das Ganze drumherum schön aufgebaut ist, aber es einfach die Spiele zu groß sind, zu. Entweder haben sie eine leere Open World, die nicht gefüllt werden kann, oder sie füllen sie halt mit irgendwelchen beschissenen Sammelquests, die halt sowas von öde sind. Also, ja, dass sie quasi immer wieder an diesem Ding der Open World scheitern. Und dass damit die Spiele halt nicht mehr so geil werden. Deswegen finde ich es gut, dass du es zumindest versuchst, jetzt darüber die Welt quasi kleiner zu machen. Ja, das ist halt leider einfach wichtig, ne? Also ich bin ja schon an The Witcher gescheitert. An The Witcher 3, was ja eigentlich ein großartiges Spiel an sich ist, aber ich komme halt einfach nicht voran, wenn ich jeden Scheiß mache. Und ich mache jeden Scheiß und der ist ja teilweise auch gut erzählt. Ich Aber weiß. du butterst da Stunden um Stunden in dieses Spiel und hast halt das Gefühl, okay, du bist immer noch im gleichen Gebiet wie gerade eben. Immer noch im ersten oder im zweiten allerhöchstens. Ja. Ein Ja, bisschen glaube ich. schade. So, ich überlege Deswegen gerade, habe ziehe ich ich mich um? Twitch schon nie angefangen. Ist halt schon eine geile Welt. Also je mehr man halt, also das ist halt eine typische, auch das ist auch so ein typisches Fantasy-Welt, die davon lebt, dass sie extrem viel zu erzählen hat und sehr dicht ist. Weil du doch, je länger du drin bist, desto geiler wird die Welt auch einfach. Also Ja, jetzt auch mit klar. der Serie und ich glaube, es gibt ja genügend, die auch die Bücher gelesen haben. Je mehr du das halt machst, ist es schon, wird immer besser, einfach nur. Und ich meine, es gibt viele Ich will Leute, keine Hosen. die beispielsweise nur die Serie gesehen haben und sagen, die war ultra gut. Manche von denen wissen schlichtweg nicht, dass es Spiele oder Bücher dazu gibt. Das heißt, Jo. diese Serie muss auch quasi alleinstehend richtig gut funktionieren. Was ich ja schon echt schwer. Also, ich finde das schon. Hoher Anspruch, den man erstmal eine Serie stellen kann. Ja, also meine Mutter hat es ja auch gesehen und die fand es auch gut. Die hat natürlich nicht mit den die Spiele gespielt oder die Bücher gelesen. Aber ich war tatsächlich beeindruckt davon, dass die gesagt hat, das fand es schon gut, weil ich hatte das Gefühl, ohne das Vorwissen ist es schon auch eine etwas verwirrende Welt. Also, ja. Aber irgendwann muss man ja Aber einsteigen. es ist halt High Fantasy und was ich da reindenken kann in High Fantasy, dann funktioniert das. Ist nicht die klassische High Fantasy, glaube ich, aber es ist zumindest keine ja, reduzierte fantastische Welt, Ja, glaube ich. also ja, ist schon was Besonderes. Aber das sagt man, glaube ich, immer. Ne, letzten Endes geht es ja halt nur noch besondere Sachen. Ich glaube nicht mehr, dass du mit einer Tolkien-Welt jetzt heute noch so viel reißen kannst. Nee, also im Sinne von, wenn es da schon mal gegeben hat, dann warum dann die Ach so, neue, ja. warum eine neue Welt eintauchen, die aber quasi wie Mittelerde ist? So, ich schaue mir gerade mal ein paar Jacken hier an. Und vielleicht stellen sieht alles ziemlich scheiße aus. Leider sticht gerade drin. Ich habe mir überlegt, ne, irgendwie, aber nee, will ich nicht. Ich bleib einfach in meinem Anzüge rocken. Ja, Simon, Ich machen wir bringe irgendwas übrigens, gemeinsam? ja gerne, ich bringe gerade meine Produktionsvorräte zum Unternehmen zurück Okay, ja. und abgegeben. Perfekt. Dann können wir hier meinem Kokainstübchen ein bisschen mehr kokainieren. Das ist schön. Ja, übrigens, jetzt Schön. mitbekommen, ne? Kokain, Umsatz, Absatz, was auch immer, steigt wohl enorm in den letzten Jahren. Ja, das hat gerade durch in der Zeit von Corona einen riesen Hype gekriegt. Das ist Leute, was macht ihr denn unglaublich. alles? Was macht ihr denn? Und vor allem ganz, ganz krass im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor Oh, das ist kaputt. ist quasi die Zielgruppe hat sich stark verändert. Es ruckelt. Es sind Mütter, Frauen. Was? Das habe ich noch gar nicht Ja. gehört, diesen Fact. Das ist ja witzig. Oder eigentlich nicht so witzig, aber. Tatsächlich während Corona, wenn quasi sämtliche Lieferdienste halt aus dem Boden geschossen sind, hoch 10, haben sich natürlich auch die Drogenlieferanten wahnsinnig dran bereichert, weil Digi zieht eine Lieferantenjacke an oder sonstiges, kannst du bei jedem vorbeigehen und das Zeug reinbringen, ohne dass sich irgendjemand komisch anguckt. Ja. So. Während Corona, also klar, da gab es dann einmal diejenigen, die erst noch ein bisschen was zum Arbeiten gebraucht haben oder sonstiges und besser mit Job und was weiß ich klarkommen mussten, die sich ein bisschen mehr gepusht haben. Aber eben auch vor allem Frauen,
die diese Doppelrolle von Erziehung, Mutter und Job super vereinbaren wollten, plus einen einfachen, sich fast legal oder ja, anfühlenden Weg über ich bestelle das Zeug halt online, krieg's frei Haus geliefert, Weg einschlagen, um quasi mit Kokain ihre Leistungsspitzen hochzutreiben und ihre Möglichkeiten. Also gerade in den Großstädten, so Berlin oder so, jetzt muss das abgegangen sein, so hoch 10. Und ja, man hat es tatsächlich auch erst mehrere Monate, nachdem das schon so gelaufen ist, später gemerkt, bei diesen ganzen Grundwasserproben, die da ständig laufen, Ach wenn so, ja, man in das den macht man ja, Abwässern stimmt. dann, genau, wenn man es in den Abwässern festgestellt hat und gemerkt hat, hey, die Leute pinkeln deutlich mehr Rückstände von Kokainrückstände. Kokain raus als vorher. So, und mit halt, also klar, das ist jetzt nur ein Teil, der jetzt gestiegen ist, aber generell ist der Konsum gestiegen. Und was halt eindrucksvoll ist bei den anonymen Befragungen, die jetzt natürlich auch nicht so sicher sind und bla, und wurden jetzt auch nicht ganz viele gemacht und ob die repetitiv sind und was weiß ich. Keine Ahnung. Aber wurde relativ oft angegeben, ja, das sind oft halt auch Frauen, die da im Zusammenhang drin sind. Das ist doch mal gelebte Was, Emanzipation. ja, richtig, was eigentlich voll untypisch ist sonst für Drogenkonsum. Zumindest für Konsum harter Drogen. Müssen die Damen sich das jetzt gerade voll einverleiben. Stell dir mal vor, du machst so eine, so eine Erhebung der Kundendaten beim Drogenkartell. Ich weiß nicht, ob die das da auch haben, ne? Ob die da sozusagen eine gucken, was da für Kundenstämme sind, ob die da irgendwie Daten, es wäre eigentlich sau witzig, wenn sie dafür Leute einstellen. Aber ja, aber die machen das und dann sagen die hier zu ihrem, hey Pablo, schau mal, Absatz, letzten Quartal um so und so viel 100% gestiegen. Neue Abnehmergruppe, Mütter. Dann denke ich ja so. Ja, warum nicht, ne? Das kann ich jetzt so, was weiß ich, mit jedem Pampers-Sonderangebot oder sonstiges im Doppelpack Gibt es gleich ganz neue einen Packen Kokain Kooperationsmöglichkeiten? dazu. Ja. Ich sehe schon irgendwann mal die Fernsehwerbung. Schmeißen Ja. da die Mütter irgendwie die Windeln auf oder sowas und stopfen das Zeug daraus. Warte mal, ich habe mich jetzt hier an den PC gesetzt und irgendjemand erzählt mir ja was. Ich habe aber gar nicht, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Das ist doch auch nichts anderes. Das habe ich auch jeden Tag im Job. Ach so, jetzt geht hier um. Ah, das gibt. Ey, nee, komm, wir machen mal. Wollen wir einen VIP-Auftrag machen? Dann müssen wir auch ein bisschen Text zwischenzeitlich haben. Ja, doch, machen wir einfach mal. Hier der Auftrag: Dr. Dre, Nightlife League. Untersuche das Datensignal, das zuletzt beim Nachtclub der Los Santos Triaden geortet wurde. Das klingt witzig. Das klingt doch nach Spiel und Spaß und Spannung. Genau, ja. Gehen wir ein paar Daten mal. Ja, letzten Endes, das kriminelle, das organisierte Verbrechen heute hat doch bestimmt auch noch Big Data. Die sind doch nicht mehr wirklich im realen Raum unterwegs. Natürlich nicht. Du wirst wahrscheinlich Aber heutzutage digital Schutzgeld erpresst. ja, eben. Ah, Anruf von Franklin. Ah, guck mal, da bist du schneller. Bei mir ist ein bisschen, tatsächlich, glaube ich, durch den Stream gleichzeitig ist bei mir alles gerade ein bisschen langsamer. Manchmal lädt es auch ein bisschen Okay. Nee, ich warte nochmal langsamer. los. Guck mal. Ja, mach. Oh, hier, Agentur mit Kamera ist hier auch noch Fahrzeug. ganz normal installiert. Ja, Wachenkameras, die Zeiten. Bis dahin kann ich, oder hörst du gerade zu bei einer Person? Ja, ich höre gerade zu, weil mir nebenbei erzählt wird, was da zu machen ist. Ah ja, dann hört zu. Das passt. Vielleicht bekomme ich auch Okay, nochmal einen jetzt Anruf. vorbei. Jetzt darfst du. Jetzt bekomme ich den Anruf von Franklin. Aha. Er fragt, wer die Triaden besuchen möchte. Okay. Oh, letztes ist gegangen. Sehr gut. Dafür haben wir jetzt 2,14 Kater. Der kann auch wieder gehen. Also ich bin jetzt in dieses Warenhaus eingestiegen. Das ist gut. Kann man ein bisschen So, jetzt Musik geht's von aber in Dr. Dre hören? Schießmodus. Aber finde ich Ja, witzig. Bei genau. mir lädt gerade mal wieder. Sieht man das im Stream genauso wie bei mir? Das wäre. Weiß Oh nicht, ja, darf, das. dürfen wir hier jemanden töten? Dann,
Siegdrei-Käse, zeigen die Siegdrei von Gegnern an, halt dich in diesem Fern, um nicht im Deck zu werfen. Gegner werden auch verlammelt, wenn du Waffen ohne Schaltern verwendest. Also Waffen mit Schaltern sind erlaubt, dass du darf jemanden erschießen. Aber wir können es nur leise machen, wenn wir wollen. Es hat ja noch nie funktioniert, Simon, sind wir ehrlich. Ja, ich weiß. Das hoffe ich tatsächlich gerade sehr, dass ich es schaffe. Du kennst es ja vielleicht, wenn man Assassin's Creed spielt, möchte man eigentlich am liebsten immer der coole Assassine sein. In den wenigsten Fällen gelingt das wegen der Steuerung. Trotzdem hoffe ich einfach mal, dass es jetzt bei Valhalla geiler ist. Ich habe schon arg Bock, dass es eigentlich cool läuft. So, die beiden da. Mhm. Warte, welchen willst du nehmen? Ich stehe drin. Ah, da bist du drin. Sehr gut. Hab dich gar nicht. Kommst du an beide ran oder kommst du nur an einen ran? Ich sehe dich immer noch nicht. Wo bist du? Ich sitze. Ich bin hinter dem Auto. Hinter dem Auto. Hinter dem Mercedes. Ich komme hier aus. Ah, ich komme an beide ran. Ah, welchen willst du? Ich stehe rechts von dir, also mache ich rechts. Okay, gut. Zähl runter. 3, 2, 1 und go. Kann der Typ jetzt mal sterben? Das ist ein Sofsky, der hört sich aus. Oh, ich höre jemanden reden. Ich nicht. Hier ist noch jemand, oder? Ist der alleine oder ist der zu zweit? Weiß ich nicht, ich höre noch einen. Warst du ihn? Nee, der ist noch da. Oh, jetzt haben sie uns, glaube ich. Die Punkte sind jetzt anders gefärbt, also anders geformt. Ja, ich habe mal wieder nur eine maximierte Minicamp, ich sehe gar nichts. Ach so, ja, okay. Hey, dieser Nachtclub ist doch. Ist doch genauso aufgebaut wie meiner. Ist das nicht dein Nachtclub? Nicht wirklich. Okay, das war cool. Irgendwie kriege ich den nicht. Es wäre cool gewesen, hättest du es jetzt nicht gesagt, dass es cool gewesen wäre, aber so ist es halt nur wieder so. Ach, das ist ein Angestellter, die darf ich nicht erschießen. Warte. Oh, da schießt was. Hast du ihn? Jetzt ja. 10 Schüsse daneben, einer hat getroffen. Nee, das sieht aus dem Nachtclub. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Ich glaube, wir haben auch ähnliche Nachtclubs. Hey, nee, komm mal her. So, oh, schön. Dreimal geschossen, dreimal. Ja, ich finde es schon, sieht schon cool aus. Tut mir leid, ich muss es sagen. Ich kriege das auch nicht so oft hin. Sonst wäre das ja, wenn ich es häufiger machen würde, würde ich ja sagen, ganz normal, ne? Aber in dem Fall. Ich finde halt, sehen Nachtclubs eigentlich so aus, wenn nichts los ist. So ein bisschen arg verranzt. Wahrscheinlich. So, hier gibt es irgendwo über einen Nachtclub. Oder wie ich es sage, so sieht auch St. Pauli immer durchgehend aus. Komme ich hier nicht durch? Ach, man kann hier gar nicht durch. Ich habe eine Festplatte mir jetzt angesteckt. Ach, schön. Verlasse den Nachtclub und ich muss irgendwo nach oben. Ah, ich bin wahrscheinlich am falschen Ort. Ich wollte noch. Achso, ja, genau, apropos. Nicht raus. Apropos Nachtclub. Nee, hier ist immer noch falsch. Das bist du? Warte, wir gehen nach unten durch den Haupteingang raus. Und dann müssen. Ah, im Haupteingang geht's ja wieder nach oben, klar. Genau. Ja, verstehe. Ich war jetzt am Donnerstag. Ja. War ich hier auf einer Weihnachtsfeier vom Büro. Mhm. Und das war schon witzig. Oh, warte mal kurz, ich muss mir ein bisschen Energie holen. Ich merke gerade, ich bin noch so gerade auf Dingens, auf hier, wie heißt's? Red Dead gepolt. Da ist natürlich, wie immer in solchen Spielen von Rockstar, grundsätzlich eine andere Steuerung. Warum auch immer auf einmal. Kommst du noch raus oder bist du irgendwo? Nein, komm, ich habe mich jetzt gerade nur mal, falls wir draußen irgendwie Gegner erwarten. Nein, gibt's gar nicht. Ach so, na gut. Ah, jetzt, okay, jetzt sind ein paar Autos gespawnt, oder? Großes. Außer man hat keine Uzi ausgerüstet, sondern nur eine Pistole. Ich weiß gar nicht, wo die Gegner sind. Die stehen ins Auto drin. Hier sind schon wieder drei Leute angekommen. Das ist schlecht. Oh, ich habe meinen Panzerung verloren und ich sehe nichts. Ich verstecke mich jetzt in deinem Gitter, ich glaube, das ist klug. Gitter sind immer gut. Die sind halb durchlässig, das passt. So, den habe ich jetzt. Es ist aber auch dunkel hier, du. Willst du noch mitkommen? Oh ja, komm ich schon mit. Sorry, mein Anzug sieht ein bisschen. Ist nicht gerade sauber heute. Ah, jetzt. War nicht in der Reinigung. Jetzt leckt es wieder ein bisschen bei mir. Das ist immer sehr witzig. Dann setzt sich das Auto immer nach vorne und nach hinten. Hm. Nee, aber witzige Sache. Oder kommt. Den ignorieren wir einfach.
Genau, bin ich ja extra nach Marburg gefahren. Ja. Hab dann dort eine Nacht übernachtet, dann war ich am nächsten Morgen bei der Weihnachtsfeier, hat um 10 Uhr angefangen, war sehr schön. Und na, ich werde jetzt nicht zu viel natürlich verraten. Privatsphäre allerdings, war schon witzig zu sehen, dass manche Leute auch direkt um 10 Uhr angefangen haben, Alkohol zu trinken. Das heißt, es war eine gute Weihnachtsfeier letzten Endes. Ich kann aber auch sagen, ganz stolz, ich war anständig. Ich habe natürlich auch getrunken, aber erst nachdem ich was gegessen habe und dann nicht zu viel. Ich bin ja noch am gleichen Abend zurückgefahren. Aber das war gut, es war eine richtig schöne Weihnachtsfeier. Also voll gut organisiert. Das Essen war richtig lecker, was wir dann eine später hatten. Das war toll. Oh, was gab's denn? Na, das war klar, morgens noch so ein Frühstück, aber dann nachmittags nach so einer kleinen Alibi-Wanderung war das dann draußen gab es ein Grill-Buffet Oh, quasi, geil. was richtig lecker war. Gutes Fleisch. Und ich hatte die ganze Woche davor, hatte ich mich vegetarisch ernährt, weil ich schon wusste, dass ich wahrscheinlich auf einer Weihnachtsfeier werde ich mich wieder ganz normal, klassisch ernähren. Und das war gut, weil ich glaube, ich habe da quasi meinen kompletten, so in Wochenmenge an Fleisch verdrückt. Aber das Ah, war. warte. Als Salatbeilage gab es einen Fleischsalat. Nee, das nicht. Es gab tatsächlich es gab immer was Vegetarisches und es gab auch ein Salatbuffet und ein Beilagenbuffet. Das war ganz cool eigentlich. Aber es war halt einfach so richtig lecker, gut durchgegrillte, also Rindfleisch, Steak und sehr leckere Bratwürste. Und ich muss sagen, das habe ich gemerkt, hier in Hamburg gibt es keine Bratwürste. Also logisch, dafür gibt es hier viel Fisch, aber also du kannst natürlich beim Penny oder so oder beim Aldi, bei jedem Discounter, kannst du natürlich irgendwie so abgepackte Bratwürste kaufen, aber die fand ich noch nie geil. Und die sind halt auch produziert, wie abgepackte Würste halt produziert sind. Aber so im Metzger schon zwei, dreimal geguckt. Eine klassische grobe Bauernbratwurst. Eine grobe Bratwurst oder eine Bauernbratwurst findest du nicht. Aber wie Thüringer oder so. Haben sie nicht. Ist traurig. Was gibt's auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt zum Also, Essen? da gibt's, also es gibt schon auch Bratwürste. Ja, es ist halt so, nee, was sind denn das? Das sind keine Kochwürste, das sind so. Keine Was Kochwürste. bei uns rote sind. Ne? Du kannst sie schon auch grillen, aber es ist halt einfach eine andere Wurstart. Ja, Fleischwurst quasi. Ja. Dicke Seidewurstle. So ungefähr. Nicht nur. Ne? Wenn ich, habe ich hier schon mal eine richtig gute Bratwurst? Nee. Aber ich habe jetzt auch nicht aktiv geguckt. Wie gesagt, esse ja auch nicht mehr so viel Fleisch, aber. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte hier auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, glaube ich, mit einer der besten Bratwürste überhaupt. Das war eine Wildschweinbratwurst. Ah ja, gut, klar. Und Wildschwein, gutes Fleisch. wow, war die gut. Und der gleiche Stand, also der hat nur Wildschwein Bratwurst gemacht. Also, das ist halt falsch. Es ist eine rote Wurst. Das war eine rote Wurst. Das war keine Bratwurst. Das war eine rote. Aber halt vom Wildschwein. Und ich habe noch. Also, da kam da auch kaum eine Bratwurst mehr. Die war so intensiv vom Geschmack. Die war großartig. Und der hat nur das gemacht mit einer einzelnen Scheibe Brot. Hier im Süden sagt man Schwarzbrot. Im Westen wäre es wahrscheinlich Graubrot. Weiß nicht, was es im Norden ist. Und ein Haufen Braunbrot. Senf. Ich weiß es Und halt nicht. ein Haufen Senf da drauf. So. Mehr Ja. war nicht, aber war voll geil. Und das zweite, was der Stand angeboten hat, war ein Fleischkäse aus Wildschwein. Oha. Und du weißt, ich bin nicht der große Fleischkäse-Liebhaber. Der ist mir oft zu salzig oder zu trocken und hat zu wenig oder dann wieder zu wenig Geschmack und. Ich bin da echt picky, aber der war einfach richtig, richtig gut. Und das Ganze, also. Das war dann auch einfach nur Scheibe Brot, Senf, Fleischkäse und wieder Scheibe Brot als ein Sandwich gemacht. Das war so dermaßen gut und du musst halt nicht mal mehr ein schlechtes Gewissen oder sonst stehst gegenüber Tierhaltung haben oder sowas, weil dem Tier geht's gut. Also, arg viel besser kann man es nicht mehr halten. Das stimmt. Gar Als nicht ein halten. Tier, das irgendwie mit der Schweinegrippe halt draußen rumrennt und keine Ahnung. Sich fröhlich irgendwie an Wildschweindamen ranmacht Ey, vielleicht hattest du auch eine und Wildschweindame. vielleicht war so eine Wildschweindame und die sagt, Und hat sich oh, ein fröhlich Fehler. an ein paar wilde Keile rangemacht. So, möchtest du mich mal durchborsten? Okay. Ich weiß nicht, was wir an Silvester machen. Ich möchte, dass wir in irgendeinen Club gehen und genau das
Fragen. Also, Lukas, ganz, ganz viel Erfolg, aber wenn Silvester wird, möchten wir bei mir feiern. Wenn du Ja. hier irgendwo in der Nähe einen Club findest, bin ich dabei. Ich sehe schon, okay. Sagen wir mal, ja, eigentlich hat mir das echt Wenn du vorbei. Glück hast, findet man eine Scheune. Felix hat mir neulich auch ein sehr schönes. Okay. Kleine Scheunenparty. Felix hat mir neulich mal ein sehr schönes Video. Ach, den Namen kann ich so sagen. Ein Video bei Instagram geschickt mit einem Interview mit Falco. Damals, so als Falco Dem noch. Sänger Falco. Als er noch gelebt hat, logischerweise. Sorry, ich hab gerade lang gebraucht, weil verbinde Falco nicht mit Instagram. Ach so, ja, also es war halt einfach nur Ein altes ein Video, was altes ein altes Video. Interview, was da eingespeist wurde. Genau. Und es wird auch nur, also das ist eigentlich das Witzige war, das ist, haben wir uns auch fest vorgenommen, das Witzige war, dass der Interviewer Falco fragt, was hier irgendwie passiert sei. Damit fängt das Ganze an. Und Falco guckt ihn also in der Falco-Art an und meint, wie heißt du mit dem Vornamen? Erstmal, also die Frage ist, wie heißt du mit dem Vornamen? Und du hast gesehen, er hat schon wieder richtig gekokst oder sowas. Und, also, wie heißt du mit dem Vornamen? Der Interviewer, Pietro, Peter. Das ist so geil. Aber nur so richtig, so ein Falco-Moment, wo er einfach nur sagt, wie heißt du mit dem Vornamen? Kriegt er den Namen Pietro hingeschmiert und er sagt einfach nur Peter. Also, oh, so. Und dann er sagte, glaubst du denn, dann geht er halt auf die Interviewfrage ein, aber es ist einfach so großartig. Und Felix und ich haben uns einfach bepisst gesagt, wir müssen das mal machen, wenn wir uns irgendwo vorstellen oder wenn wir Leute kennenlernen. Dann einfach, wie heißt du mit dem Vornamen? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Nicht, wie heißt du? Wie ist dein Name, sondern wie heißt du mit dem Vornamen? Mit dem vor allem. Fühle ich. Das war schon ziemlich geil. Also, jetzt habe ich mich verschluckt. Aber ja. Das ist geil. An was hast du dich verschluckt? Ich esse die ganze Zeit Pistazien. Ja, an mir selbst. Ja. Kennst du das, wenn du zu blöd bist zum Atmen? Du musst mir nicht erzählen, ich krieg permanent hier durch keine Luft und hier halt nur alle 6 Stunden. Ah, na also. Was habe ich hier Ich eigentlich? habe, ich bin regelmäßig zu schlecht zum Atmen. Bin Regeln. einer von diesen Mouth-Breathers. Das ist halt auch so, ne? Wer hat uns eigentlich erlaubt zu überleben? Aber Die Evolution kann nicht gewesen sein. das ist halt einfach wirklich, ne? Das ist, wenn die moderne Medizin die Evolution konterkariert und einfach alle Bemühungen zunichte macht. Ja, und deswegen wurde eine Krankenkasse eingeführt, um das Ganze auch noch zu finanzieren. Sonst könnte es ja sein lassen. Ja, finde ich gut. Ich kaufe mir gerade irgendwie so irgendeine Waffe, einfach nur so. Wir machen doch gleich noch eine Mission. Sind wir immer noch allein? Also gerade eben waren wir wieder allein in der Sitzung. Yo, wir sind aktuell alleine. Ich glaube, die Leute finden es echt nicht cool, alleine in so einer Sitzung zu sein. Weiß nicht, was wir für ein Problem haben. Also, der Karabiner sieht echt okay aus. Ich wollte sagen, schön, aber. Oh, Schalldämpfer. Ja, aber. Ja, das mit dem Design ist, muss ich sagen, das mit dem Design ist hier in GTA immer so eine Sache. Manchmal klappt's, manchmal gar nicht. Klamotten nicht, in der Regel Ja, nicht. ich finde tatsächlich Red Dead sehr viel geiler, was so das Optische angeht. Ja. Wobei natürlich der Vorteil bei GTA ist, glaube ich, und das auch, steckt ja auch ein bisschen im Namen drin. Ich glaube, da muss man sich halt ausschließlich eigentlich auf die Autos konzentrieren. Es ist quasi eigentlich ist ein Rennspiel immer noch. Oder ein Autospiel. Ein Autospiel. Sind wir ehrlich, ist ein Weil Autospiel. von der Steuerung. Nein. Nein. Aber ja, ich meine, deswegen gucke ich auch gerade nach Autos, was es gerade so gibt. Automatische Viele schöne Schrotflinte. Autos. Bei den Autos machen sie tatsächlich designtechnisch immer noch sehr, sehr viel richtig. Ja, wobei ich es auch mal ganz interessant finde bei den bei Autos. So ging es mir auch bei GTA 4 vor allem, habe ich es ganz schnell gemerkt. Das wurde ja auch nicht aktualisiert. GTA 5 ja auch nicht, sondern nur online. Wie schnell Automodelle überholt sind. Äußerlich. Ja. Das ist ganz, also ich habe mich mal, das war, keine Ahnung, frühen 2010er Jahren oder so, im Wechsel, vielleicht sogar 2009, mich ein bisschen mehr mit Autos beschäftigt, also auch ne, hatte ich ein bisschen reingelesen oder Bilder angeguckt und da kannte ich dann auch ein bisschen mehr. Und das war für mich sozusagen eine ganz normale Autoklasse, die neue Generation, fand ich, sah richtig geil aus. Das wurde ja auch dann irgendwie so in GTA 4 beispielsweise wieder gespiegelt oder aufgegriffen. Und dann habe ich, wenn man das ein paar Jahre, 2, 3 Jahre schon später gespielt hat, hat man gemerkt, krass, hier fahren nur alte Autos rum. Also so, also wie weit
schon wieder die Karosserien, also ich meine nur einmal die Karosserien, wo du es halt siehst, ne? Wie weit schon die Karosserien sich weiterentwickelt hatten, Ja klar, das formtechnisch. ist jedes Jahr bekommt jedes aktuelle Auto ein Facelift. Und das kriege ich ja so gar nicht mit. Ich fahre kein Auto, also ne, ich habe ja keins und fahre ganz selten und beschäftige mich wenig damit. Und man kriegst du eigentlich, und deswegen war das so erstaunlich für mich, weil ich halt wirklich gedacht habe, geil, die haben hier die neuesten Automodelle, sieht richtig cool aus. Und dann hast du das Spiel 3 Jahre später gespielt und hast gesagt, die sind langweilig, dass hier nur alte Autos rumfahren. Früher hat doch immer eine Mercedes C-Klasse gefahren, gell? Ja. Gefällt dir die heute auch noch? Ja, immer besser sogar tatsächlich, weil also mir gefallen aber die Mercedes, seitdem sie nicht mehr diese Bullaugen da haben, diese Klubschaugen. Also Okay, die runden Scheinwerfer, die fand ich immer kacke. dir gefallen Mercedes seit ungefähr Jahr 2003. Ja. Weil ab dann haben die nicht mehr. Echt? So. So lang schon her? Komm jetzt, das war doch. Und Lukas, jetzt mal als Idee, was du mal so spaßeshalber ausprobieren könntest. Geh mal auf mobile.de, gib einfach, such schon Mercedes C-Klasse, ohne mal ein Preislimit. Und klick oder machst dir mal die einzelnen Preislimits immer so mit so, machen wir mal grob 10.000er Schritten erstmal. Fängst mal beim 1.000er an, gehst dann auf, dann ziehst du quasi die Sachen von vor 20 Jahren oder länger. Wobei für 1000 Euro kriegst du fast gar nichts mehr aus, was man fahren kann, aber zumindest von dem Alter her. Dann für 10.000, dann für 20.000. Dann kriegst du immer so in wahrscheinlich so 3, 4 Jahressprüngen oder sonst was die Facelifts mit. Okay. Das sind völlig andere Autos. Und technisch gesehen, also klar, es kommen immer mehr Erneuerungen oder sonst was dazu. Die Motoren werden meistens kleiner, die Leistung wird größer und solche Sachen. Und wenn C63 drauf ist, da ist schon seit wahrscheinlich über 10 Jahren keine 6,3-Liter-Maschine mehr drin. Das sind alles irgendwelche kleinen Turbomotoren oder sowas, die da drin sind. Vierzylinder, irgendwas. Aber einfach nur mal so spaßeshalber zu gucken, wie sich dieses Auto verändert hat. Da hast du rein optisch gesehen früher eine schöne kleine Limousine gehabt. Und Ja. heute ist es fast ein Sportwagen, so wie das Ding aufgebaut ist. Von der Form und Ästhetik und den Scheinwerfern und der Radhäusern und was weiß ich. Aber auch nicht schlecht. Aber so hat zum Beispiel, also wenn wir jetzt nur im Beispiel Mercedes bleiben, haben da viele Leute auch so ihre Probleme damit, weil sie sagen, okay, mit manchen Modellen, zum Beispiel einer S-Klasse, was ja diesen riesengroßen Luxus-Ding da Schiff sein soll. Das hat auch so diese ganzen modernen sportlichen Scheinwerfer und was weiß ich bekommen und die sagen, das ist ein Auto, wo ich hinten auf der Rücksitzbank sitze. Das Und wenn ich mir stimmt das eigentlich. kaufe, wenn ich mir das kaufe, kaufe ich mir das, weil ich irgendjemand habe, der mich fährt. In der Regel. Also mal als Fahrer hat man es zwar auch toll, aber der beste Platz ist hinten bei so einem Modell. Das stimmt. Und da möchte ich nicht, dass das Ding sportlich fährt. Stimmt, das soll Das ja, ist das genau soll, dieses quasi sollst du blöde damit fahren, als würdest du es Konzept. nicht merken, ne? So. Ja, richtig, genau das. Und dann hat es aber von außen einen ganz anderen Auftritt. Also da höre ich immer wieder Stimmen so, ja, es passt nicht mal so. Aber das ist nur so ein Design. Es gibt den 2, 3 Jahre, dann ist wieder ein anderes Facelift drauf und wirkt es wieder völlig anders auf die Leute. Also ja, Autos verändern sich wahnsinnig in den Formen. Ja, wie gesagt, habe ich noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ah, warte kurz, ist der Oracle? Nee, ich will gar nicht. Wir können übrigens, wir verlassen mal die Agentur. Frage ist auch, wie lange wird diese Aufnahme grob? Ja, Ich habe wird schon auch gerade eine geguckt. Wir haben schon 40 Minuten. Ich würde sagen, warte kurz, Agentur zu Fuß verlassen, mein Auto steht ja noch unten. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch kurz die Mission. Und dann, ich würde das aber wahrscheinlich, werde ich es auch nicht großartig bearbeiten. Ich werde es einfach so hochladen. Nee, außer den Timestamp mit Ich kann mal gucken. reinbringen. War ja kein großer Spoiler jetzt. Aber mal schauen. Oh, ach, das ist ja Das das Auto. Ach, stimmt. wir stehen ja mit dem Auto hier. Na gut, komm, dann fahren wir halt. Das, was wir da mitgenommen haben. Hallo Franklin. Ich habe ihn weggedrückt. Wir Ich habe stürzen gedacht, uns das in einen könnte noch mehr Handelskrieg, werden. sagt er. Ja. Machen wir das nicht schon die ganze Zeit. Tanisha war letzte Woche auf einer Party. Aha. Oh. Was soll das hier eigentlich sein? Was? Das Auto? Das. Ja. Das sieht Ich kenne irgendwie mich aber da. total schwammig aus. Ja. Elysian Island.
Okay, ja, wir müssen jetzt irgendwas da. Du hast auf jeden Fall eine Markierung. Wie heißt dieser Wagen? Das ist doch Cheval. Das hier ist ein Cheval Fuktiv. Ja, sind die Chevals nicht, man könnte es dem Namen entnehmen, Chevy? Chevys angelehnte Autos? Ah, ja, stimmt, das könnten, wie heißen die dann, CVT oder irgendwie sowas sein in echt. Da hatte ich mal einen, so einen dicken Chevy, hatte ich mal, bevor ich mir jetzt mein Auto gekauft hatte, auf Mobile gefunden. Für die Amis natürlich ein unzureichender, weil nicht der mit dem V8-Motor drin, sondern nur einen, komm ich hier schon durch? Ja, du kommst den Ball Sondern nur durch. ein Sechszylinder. Ist ja gar nichts. Genau, richtig. Warum bauen die sowas überhaupt? Hat dementsprechend für eine normale dicke Limousine oder sowas, halt nur 300 PS oder sowas. Saugo PS, also nicht mal mehr aufgeladen, wo noch irgendwie Fettleistungen rausprogrammieren könnte oder sowas. Und ja, hat nur knapp irgendwie 100.000 Kilometer drauf gehabt. Für, ich glaube, 7.500 oder sowas wollten die für das Gebrauchtfahrzeug haben, was knapp 10 Jahre alt war. Du hättest ja irgendwo links gemusst, oder? Ich gucke hier noch links. Wie viel Ja. wollten sie haben? Ich glaube, das waren 7.500 oder 8.000. Ich habe mir das echt groß überlegt. Also klar, das Ding wäre halt ein Spritmonster 10 gewesen. Aber ich meine, solange der Sprit nicht über 4 Euro kostet, geht's fit. So bevor sie uns jetzt nochmal irgendwann mal zwingen, Elektro zu fahren, einmal nochmal so einen richtigen, also so wie es im Wort steht, einen richtigen Verbrenner haben. Da verbrennt aber alles Mögliche auch Geld. Richtig. Aber mal, ich muss gerade was anderes loswerden. Da mein, das, wie gesagt, mit Aufnahmen, Streamen, Spiel, ja, meinen Rechner oder auch mein Upload etwas durcheinander bringt, lädt manchmal die Landschaft nicht richtig nach. Und das sieht einfach sehr, sehr witzig aus, wenn wir teilweise so durchs Nirgendwo oder in der Luft fahren. Haben wir jetzt auch alles so auf dem Video. Finde ich gut. Ich werde es, wie gesagt, nicht Was rausschneiden. mich zu der einen Frage bringt. Was machen wir hier? Jagdleutnant, genau. Ich glaube, wir werden Theoretisch. ein paar Mal sterben. Also ein Stream oder sonstiges kann ich doch übernehmen, weil. Also, sowas kann bei mir noch easy nebenbei laufen. Eigentlich eine gute Idee. Weil Es hast du braucht ja nur nicht ich nur die. deine Interneteinleitung oder sonstiges dabei, sondern ist ja auch nochmal. Also kann man ja über meine auch ein bisschen ausgleichen. Plus, mein Rechner hat ein bisschen mehr Leistung. Deswegen kann man das doch aufteilen. Hey, können wir das nächste Mal machen, weil letzten Endes brauche ich ja auch. Also ich muss halt auch aufnehmen, weil ich ja die Aufnahme fürs zum Bearbeiten brauche. Genau, Das ist ja. dann einfach. Das ist eigentlich voll witzig. Dann haben wir aus deiner Ja. Sicht den Livestream. Ah, hier blinkt irgendwas auf. Ja, ist das. Hoppla. Also den habe ich. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar. Ah ja, weil da mehrere sind. Okay, dann komme ich mal zum Schiff. Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Ist der oben? Der soll jetzt direkt. Aua. Keine Ahnung, wo der ist. Da. Oh, ich hab ihn. Hier kommen echt viele Leute. Wir haben zur Party eingeladen. Oh, da hätte ich jetzt mal treffen können. Alles spricht Chinesisch. Oh, ich habe auch einen Also, aus. Ich ja. habe gar nicht drauf geachtet. Aber ja. Das bist du da oben, okay. Da kommt wieder jemand angefahren. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da hinten. Da hat sich versteckt. Sind Triaden Chinesisch oder sind Triaden Japanisch? Chinesisch. Stimmt, Japanisch von Yakuza. Genau, hätte ich jetzt zumindest gesagt in der Reihenfolge. Klingt plausibel. Na, ich habe den letzten oder zumindest Ich einmal. stehe hier nicht gut, merke ich. Etwas exponiert. So, die Ach, Frage ist, müssen wir aber weitermachen, bis wir und alle haben, oder müssen wir uns irgendwann mal ich glaube ja. wegbewegen? Finde und schalte die aus. Okay. Ich finde einfach weiter und schalte weiter aus. Ah. Ja, Zwischenzeit werde ich mal ausgeschaltet. Oder das. Ausgeschalten? Ausgeschalten. Ausgeschalten. Ah, dann. Ich finde es immer schön, wenn man mitten im auf der freien Fläche spawnt. Ja, und dann erstmal 3 Kilometer laufen darf, Nee, bis aber man drumherum fertig sind ist. die Leute und warten schon auf einen. So schön ins Knie schießen. Ah, der ist schon tot. Tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht unnötig länger erschießen als notwendig. Länger als schießen als notwendig. Ja, das ist so. Das ist frech. Okay.
Das macht man nicht. Gibt's noch irgendwas Witziges, was ich erzählen könnte? Hast du noch irgendwas zu erzählen? Zu Weihnachtsfeier habe ich morgen übrigens eine. Ach ja, schau an. Ja, ich komme jetzt auch mal hoch. Und wir gehen morgen gemeinsam essen. Und tatsächlich hat sich... Ah, sehr gut. Ich glaube, du hast den letzten. Mhm. Und tatsächlich haben wir danach gesagt, okay, wir machen noch, wir fahren unsere quasi Afterparty. Dann bei uns auf der Arbeit. Ah, okay, also schon noch Party. Ich wollte gerade fragen, Essen klingt also, so bieder. Ja, es ist wir gehen essen. Es ist halt essen gehen, genau. Ich will keine danach Open. Steht halt offiziell dann ja Afterparty, aber da hier. Halt so krasse Sachen wie Spottwichteln. Mhm. Und da könnte man sich quasi in die Liste eintragen, yo, wer kommt da alles noch auf die Afterparty mit? Und wer bringt was mit zur Party? Und, ja, ich hab's überlegt, ich bin ins Wasser gesprungen. Genau, und da haben dann auch so ein paar Leute, keine Ahnung, der eine bringt Tonnen, statt mit Glühwein, ich bringe Kasten Birne. Aber doch nicht. Und zum... irgendwo? Ich hatte dich eigentlich aufnehmen wollen, aber du bist dann in dein eigenes Auto gestiegen. Deswegen fahre ich jetzt einfach weg. Reicht das schon, wenn wir irgendwo hinfahren? Ja, das reicht schon. Ja, nice. Genau, und hatten uns auf jeden Fall da dann bereit erklärt, okay, wir wollen jetzt dahin und machen dann unsere Afterparty. Und das Interessante ist, diese Afterparty, die Leute, die sich da angemeldet haben, das sind, was richtet die vorgegebene Zeit? Ja, komm, mach ich mit. Das sind alles Leute aus der Grundschule bei uns. Also für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ich bin Lehrer. Und das sind nur Grundschulleute dabei. Ich mache keine Grundschule, ich bin Sekundarstufenlehrer. Und ich werde als Einziger der Sekundarstufe da mitmachen. Okay, wollte gerade sagen, sind die ganzen Grundschulmäuse jetzt die richtigen Partyleute? Scheint. Mein Kollege wird mit mir da... also der kommt, also ich bin nicht der Einzige, ich habe noch gesehen, ein anderer Kollege kommt auch noch, der jetzt quasi das erste Jahr bei uns hat und ganz frisch anfängt oder angefangen hat und der hat sich auch schon bereit erklärt, dass er da mitkommen möchte. Ja. Aber schon irgendwie merkwürdig, wenn die Grundschulmäuse, wie du es bezeichnest, ich nenne sie ja meistens eher Tanten. Ja, das sind sie auch nur im Studium, danach sind sie dann Tanten. Genau. Die sind schon sehr altersgemischt, also da ich von jung bis alt oder so stehst, hat sich da alles bereit erklärt für die Party. Was ich echt geil finde. Kann echt witzig werden, glaube ich, mit der Truppe. Da bin ich mal gespannt, was du erzählst. Ja, ich bin auch schon gespannt. Ey, du hast schon deutlich mehr zerstört als ich oder sowas, aber ich glaube, das Feuerwehrauto war teuer. Ja, du musst die richtigen Sachen erwischen, nur Flugzeuge oder sowas oder Feuerwehrwagen, das kann durchaus sein. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier gerade wesentlich mehr an Rohstoffen verballere, Ressourcen als... als du da reinmachst. Ja. Nee. Für alle, die es noch nicht gecheckt haben im Stream. Oh, jetzt habe ich mich selber getötet. Das ist auch gut. Wir haben gerade so eine Weltmission, die immer wieder so auftaucht. Richte in der vorgegebenen Zeit die größtmögliche Zerstörung bei Fahrzeugen und anderen Spielern an. Genau. Und wie viel Zeit haben wir noch? Ah, ne, 15 Sekunden. Ah, weniger, ja. Ne, da hole ich jetzt nicht mehr viel raus. Kommt wahrscheinlich noch ein Tausender oder so. Oh, aber an Platz 1 kommen wir nicht mehr ran. Ne, der hat ordentlich... Der wusste, glaube ich, welche... Wahrscheinlich ist der am Flughafen. Hier, wobei Fahrzeuge, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo der lang gelaufen ist, um das zu holen. Ich finde es halt witzig, dass dieses Event stattfindet bei... Ah doch, wir sind inzwischen zu fünft, okay. Mal. So. Oh, wow. Na, 11.500 habe ich bekommen. Und ich habe Sackhol einen Anteil von 12.000 gezahlt. Ich habe 7.350 bekommen. Ich weiß es nicht. Wie viel? Was mein Anteil? 12.500 ist dein Anteil. Das glaube ich aber nicht. Habe ich das wirklich bekommen? Das ist schön. Was war eins? Okay, ein bisschen unpraktisch ist, aber es ist relativ groß. Es ist rot und es macht lalülala. Na, verstehe. Ich dachte, du hast es kaputt gemacht. Nee, hier ist ein neues gekommen. Praktisch.
Stimmt ja, ich hab einen Wasserwerfer drin. Ah, der ist ja so witzig, stimmt. Da fühle ich mich wie auf einer Stuttgart 21 Demo. Einfach mal so ein paar Passanten wegsprudeln. Passanten wegsprudeln. Das klingt irgendwie harmloser, als es ist. So, ich sehe das jetzt richtig, dass ich glaube ich wahrscheinlich mehr Munition gerade verballert, als ich eingenommen habe. Das ist okay. Dafür war es ja witzig. Eben. Und ist dir übrigens aufgefallen, das wollte ich vorhin noch sagen, dass wir auch immer so ein GTA-Stream mal wieder machen, wenn wir kurz vor Weihnachten? Ja, wir haben generell unsere GTA-Zeiten sind immer relativ weihnachtlich. Weißt du, woran mich das erinnert? Im Sommer manchmal eine Zeit lang ja. Und im Winter wieder, aber nie dazwischen. Wir haben nie Frühling und Herbst als unsere GTA-Zeiten. Und weißt du, woran mich das einfach erinnert? Daran, dass ja an Weihnachten auch immer Stirb langsam im Fernsehen läuft. Ja, das passt schon sehr gut. Ist einfach so ein typischer Weihnachtsfilm, wie wir alle wissen. Ja, richtig. Deswegen, ich glaube, deswegen holt mich GTA auch voll ab, weil ich noch auf diese alten Action-Movies voll abfahre. Mir kann's echt weggehen mit irgendwelchen neumodischen Superhelden-Quatsch oder sowas, brauche ich gar nicht. Aber gib mir einfach einen alten Actionfilm mit einer irgendeiner überzogenen Männerrolle, mit irgendwelchen brutalen Sprüchen oder sonstiges und ein paar One-Liner dazu. Bin glücklich. Ja. Viel mehr rausgeholt als durch irgendwie, keine Ahnung, so einen Pseudo-Superheld, der mit noch einer größeren Weltbedrohung oder sonstiges unterwegs ist und. Ja, aber die sind moralisch viel. Genau, so moralisch viel besser. Kinderfragen irgendwie durcharbeiten muss oder sonstiges, und dann wieder so, hey, in Wirklichkeit mache ich hier einen Disney-Film und das ist, weiß nicht. Tja, aber du hast ja auch schon heute festgestellt bei Shoot is Money Do, das sind halt leider auch ein bisschen Filme, die so irgendwie aus der Zeit fallen. Also ja. Filme, alte Filme einfach, merkt man immer wieder. Es gibt nur ganz wenige Filme, die, glaube ich, zeitlos sein können. Ja. Und Actionfilme gehören, glaube ich, nicht dazu. Stirb langsam ist schon so ein Teil davon. Der gehört dazu, das stimmt. Ja. Ja. Ist genau, also ich meine, ansonsten würde der auch nicht jeden Weihnachten wiederkommen wie Aschenbrödel oder sowas. Den ich übrigens nie gucke, ich finde den Film nicht. Es ist richtig langweilig. Ich habe keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Ja, das ist irgendwie eine seltsame Variante von, ne, dem Märchen. Cinderella? Disney heißt die so, ne? Nee, Aschenbrödel, ja, Aschenbrödel. Nicht Brödel. Aschenbrödel ist, glaube ich, der Ostname. Ach stimmt, das könnte ein Ossi-Film sein. Ja, ich glaube, irgendwie so in die Richtung geht das Ganze. So, mit diesem kulturellen Schmankerl und Wissensvermittlung würde ich sagen, genau. Simon, wir sind jetzt lang genug dabei gewesen. Es war eine schöne Session für Heiligabend. Ich finde, dieses VOD kann man sich ganz gut und gern einfach Heiligabend unterm Weihnachtsbaum angucken. Doch, wenn man mit seinen Liebsten zusammen ist und dann erstmal Oma und Opa und Onkel und Tante erklärt hat, wer Schwitzen im Sitzen eigentlich ist und warum sie die Leute auf jeden Fall abonnieren sollten. Ja. Könnte man doch das zusammen wirklich schauen, das Kaminfeuer im Hintergrund prasselt, 2 Liter Eierpunsch da in sich, ehrlich. Und dann noch ein weihnachtliches Like da lassen, einen weihnachtlichen Kommi, wichtig. Richtig. Und immer dran denken, süßer die Glocken nie klingen. Also deswegen, aber jetzt nochmal frohe Weihnachten an alle unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, an alle Zuschauer. Ja. Und Einbruch beim ins neue Jahr schlittern. Ja, besinnliche Feiertage, wer auch immer arbeiten muss, halte durch und vielen Dank. Und die Weihnachten nicht feiern, trotzdem eine schöne Zeit. Genau, genießt ein paar Tage auf Nacken vom Staat. So ist es. Jo, und dann bis im neuen Jahr sehen wir uns dann wieder mit neuen, richtig, coolen Content. In alter Frische. So ist es. Schlaf also. Gut. Gute Nacht.